Hallo Leute. So, die Slockhütte haben wir erfolgreich abgeschlossen. Wer wissen will, wo die anderen 5 Modakens noch waren oder 6 Modakens, der soll einfach mal was schreiben in die Kommentare. Ich kann euch dann die Szene gerne nochmal zeigen. Ihr habt es ja schon gelesen. Entschuldigung. Paramitenpiste. Das heißt, wir müssen jetzt vor einigen Paramites wegrennen. Paramites sind die Spinnen, die kennt ihr aus aus den ersten beiden Spielen Oddworld Apes Odyssey und Oddworld Apes Exodus. Also halt zuerst müssen wir es mit Munch machen. Na. Und am Ende, wir müssen jetzt ein kleines, ja, Labyrinth, könnte man sagen, irreführendes Labyrinth machen, und mit dem müssen wir, ja. Jo, wie soll ich sagen? Flüchten vor den Paramites, wie ihr sehen könnt. Die Paramites hören sich komischerweise an wie Schweine, also die grunzen wie Schweine in dem Spiel. Ich verstehe es auch nicht. Die Paramites werden als Spinnen und als Hände komischerweise dargestellt. Soll immer schön in die Minen locken. Oh. Verdammt, wo geht's hier jetzt weiter? Mal überlegen. Wow, alter Schwede. Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Mit Abe ist es kein Problem, weil Abe ist schneller als Munch. Und, habe ich es richtig? Habe ich es richtig? Ich. Nee, na, wir sind noch nicht am Ziel. Verdammt. Wenn uns der Expresso ausgeht, haben wir ein Problem. Deswegen muss ich mich beeilen. Verdammt, entweder geht's jetzt hier lang oder rechts lang. Ich muss mal schauen. Okay, hier war ich schon. Gut. Was erkennt man? Weil die Minen respawned werden. Sprich, wenn man sie mal aktiviert hat, bleibt zwar ein schwarzer Boden, aber die tauchen wieder auf. Also muss ich mich beeilen. Ich hoffe mal, dass es nicht der Start ist. Scheiße. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist irreführend. Ja, verdammt. Hier kann man sich leicht verirren. Und ja, das ist mir jetzt gerade passiert. Verdammt. Okay, probieren wir es nochmal. Das haben die Entwickler richtig gut gemacht. Den Spieler ein bisschen in die Irre zu führen, gehört dann mal dazu. Wow. Nein! Okay, jetzt haben wir keine Chance mehr, jetzt sind wir rausgeflogen. Verdammt. Lol, wie das aussieht. Okay. Dann würde ich sagen. Nee, wir bleiben dabei. Wir probieren es mit Munch. Zuerst, nicht mit Abe. Ein Versuch mit Munch. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann probiere ich es mit Abe. Eine weitere gute Strategie ist, ihr wisst ja, dass die Paramites immer hinterher laufen. Seht ihr ja. Wenn wir dann am Ziel sind, müssen wir es so veranlagen, dass die Paramites uns immer, also wenn wir beim Ziel schon angekommen sind mit einem, dass die Paramites uns immer hinterherlaufen. Verdammt, 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 das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, komm schon. Und ey. Oh, diese Scheißviecher. Ich hasse Paramites, die habe ich schon immer gehasst. Nein, fail. Weil wenn man dann die ganzen Paramites auf dem Haufen sieht, dann weiß man ja, okay, das ist Ziel, dann hat man es gechillt geschafft. So. Ich glaube jetzt. Ja doch, ja doch. Ja doch, das ist es. Da seht ihr es ja. Das sind die ganzen Paramites. Passt. Gut, geschafft, nice. Ja, dann hätten wir vorhin einfach nach rechts gehen müssen und nicht nach links. Wenn wir nach links ist praktisch, ja, als würde man im Kreis laufen. Und wieder vom Anfang zum Anfang zurückkommen. Naja. Gut. Was ihr vielleicht jetzt gerade gesehen habt, was ich jetzt auch gerade vergessen habe zu sagen, ist, wir müssen viele Spoosbüsche sammeln. Das ist das A und O bei solchen Sachen. Aber aufpassen, hier sind überall Minen versteckt, wie ihr sehen könnt.
muss aufpassen. Ich darf hier nicht unnötig drauf hin, weil sonst müssen wir mit Munch nochmal die Strecke zurück. Ich darf mich nicht unnötig treffen lassen. Und immer versuchen, ja. Ah, scheiße. Verdammt. Ich muss mal schauen, ob ich hier eine Ablage finden kann. Dann kann ich mal mit einem Paramite ein anderes Paramite angreifen, dann rennen die dem Paramite hinterher, bis es stirbt. Da ist er ja, sehr gut, da ist er ja, gut. Dann kann ich die ganzen Paramites hier mal verscheuchen. So, zwei Stück im Aufwand ist nicht so wild. So, jetzt seht ihr es ja, jetzt rennen sie uns hinterher. Jetzt können wir sie verscheuchen. Passt gut. Müssen wir da aufpassen, dass wir nicht in die Minen rennen, weil jetzt können wir uns. Ja, das ist eine gute. Oh Mist. Egal, dann verscheuchen wir sie einfach hier hin in die Ecke. Scheiß drauf. Wayne. Jetzt können wir wenigstens mal ein paar verscheuchen. Passt schon. So. Wie sieht's aus? Haben wir ein bisschen unsere Ruhe oder nicht? Naja, nicht wirklich. Egal, wird schon irgendwie passen. Machen wir ein bisschen weiter. So. Ja, das sind sie ja alle, das sind sie ja. Gut. Mit Mansch haben wir auch ein paar eingesammelt. Wie viele brauchen wir? 99, verdammt. Mit Ape haben wir fast die Hälfte. Mit Mansch haben wir 30. Okay, dann brauchen wir noch 24 weitere. Die können wir auch uns auch schnell hier holen. Wenn ich mich nicht täusche, waren da 3 Spoosbüsche. Ja. Sprich, einfach 8 durchgehen, haben wir unsere 24 Spoosbüsche. Fehlenden Spoosbüsche noch. Gut. 8 mal die Runde. Das war Runde 2. So. Haben wir bereits geschafft. Gut. So. Gut, dass wir mit Munch auch schon einige Spoosbüsche gesammelt haben, sonst hätten wir jetzt noch ewig lang hier rummachen müssen. Und einen eventuellen Tod von Ape riskieren müssen. Das hätte uns sehr viel Zeit gekostet. So, der letzte Durchgang passt. 22, 23 und die 24. Wir haben es komplett. Jetzt öffnet sich das Tor für uns und wir müssen das Level abgeschlossen haben. Ja, das war Paramite Piste. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Part und ciao, euer Patrico.